Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Crunch Power One X2100. Ist eine Oldschool Zweikanal-Analog-Endstufe. Also wirklich Oldschool. Wir reden hier wieder mal von typischen 90er-Jahre-Produkt. Geeignet sicherlich auch für den einen oder anderen Youngtimer mittlerweile. Die Endstufe ist einohm stabil. Ja? Und ist ein ganz schön robuster Klotz, ein ganz schöner Panzer aus alten Zeiten, wo Crunch noch also als reine Crunch-USA-Marke oder The Crunch bekannt war. Wir haben sehen uns vor uns auf jeden Fall erstmal den reinen Kühlkörper mit massiven Löchern und Aufnahmen für die Verschraubung im Alu, im Kühlkörper selbst. Was hier sofort auffällt, ist, wir haben die Filter vorne mittig auf der Endstufe sitzen. Da haben wir eine Power-LED für betriebsbereit grün, mittig Protect für Störungen, zum Beispiel einen Kurzschluss auf dem Lautsprecherkabel haben. Und Clip, die fängt dann an zu flackern, wenn wir die Endstufe überlassen. Ist quasi so eine Anzeige für euch, dass ihr seht, ihr macht was falsch, habt ihr vielleicht die Endstufe falsch eingestellt, hört zu laut, also über das Limit der Endstufe hinaus. Das hilft euch so ein bisschen so, sag ich mal, euch einzupegeln, dass er die Endstufe nicht kaputt macht. Wir haben dann hier links einen sogenannten High Boost. Das ist sowas wie ein Bass Boost. Der kann von 0 bis 12 dB quasi im Bereich anheben. Kann dies aber hier mit einer verstellbaren Frequenz. Das heißt, ich kann den Hochton bei 80 Hertz anheben. Ich kann ihn aber auch verstellen und kann ihn meinetwegen bei 1200 Hertz anheben. So wie mir halt lustig ist. Ist quasi ähnlich wie ein Bassboost, aber mit einem weiteren Regelbereich, wie als Treble oder Equalizer am Autoradio. Den können wir hier mit High zuschalten. Ja? Wir können dann mittig auf Flat stellen, das wäre komplett ohne Filterung. Wir haben Low, das ist unser typischer Subwooferfilter oder Low-Pass-Filter, der im Bereich von 40 bis 150 Hertz hier geregelt werden kann und auch über einen eigenen Bassboost verfügt, den wir dann von 0 bis 12 dB einstellen können, um nach unten nur ein bisschen mehr Tiefbass zu erzeugen. An den Seiten ist es relativ unspektakulär, da die Filter ja oben sind. Da haben wir hier unsere Standardstecksicherung mit 25 Ampere. Wir haben unsere Anschlussterminals vergoldet, hier für Strom, hier für Lautsprecher. Wenn wir von dem Kanal 1 Plus und vom Kanal 2 Minus nehmen, können wir die Endstufe dann brücken für den Subwooferbetrieb, damit wir etwas mehr Leistung haben. Auf der anderen Seite haben wir hier noch einen Levelregler, um das Eingangssignal quasi zu regeln, anzupassen an das, was vom Autoradio quasi uns geliefert wird. Bei manchen Endstufen steht dann auch Gain dran. Prinzip ist immer das gleiche. Wir haben ein Line-Input, da muss euer Cinch-Kabel dran, wenn ihr das Signal vom Autoradio per Cinch hier einspeist. Und bei Line-Out kommt quasi das Signal rein, was ihr dann abgreifen könnt, um zum Beispiel eine zweite Endstufe mit einem Cinch-Signal zu versorgen. Die Crunch Power One bietet zusätzlich hier noch einen High-Input, wo man quasi das Signal auch von den Lautsprechern abgreifen könnte, wenn das Autoradio kein Cinch-Signal hat, zum Beispiel beim Originalradio oder sowas, dann könnte man jetzt hier ein Signal einspeisen und braucht zum Beispiel das Cinch-Signal nicht. Ja, leistungstechnisch, wie sieht es da aus? Es gibt eine aktuelle Leistungsmessung von der Seite mperformance.de. Den Link werde ich euch im Anhang dann unten nochmal mit in der Beschreibung mit posten. Angegeben ist also gemessen worden von mperformance nach DIN 445500 mit 1% Klirrfaktor bei 13,5 Volt. Also die könnte noch ein bisschen mehr, wenn die Spannung höher ist. An 13,5 Volt mit 2 mal 58 Sinus an 4 Ohm, das heißt so um die 2 mal 60 Watt, sagen wir mal grob. Gebrückt sind es um die 1 mal 160 Watt an 4 Ohm für einen Subwoofer. Das Schöne ist, die Endstufe ist stabil, 2 Ohm. Das heißt, man kann auch, also 1 Ohm Stereo oder gebrückt, 2 Ohm stabil, könnte man dann sagen dadurch. Das heißt, ihr könnt auch einen Subwoofer mit 2 Ohm betreiben, da habt ihr dann um die 170 Watt. Das sind nicht wirklich viel mehr, aber es wäre auf jeden Fall technisch möglich und ihr habt dann halt eure 10, 20 Watt mehr noch zur Verfügung. Ist jetzt kein mega Leistungswunder, aber eine schöne analoge alte Oldschool-Endstufe, die sehr, sehr robust ist und die durch Clipping-Funktion auch einen gewissen Schutz für euch bietet, dass er eure Anlage nicht übersteuert oder zumindest die Endstufe nicht überlastet. Das war's schon wieder zur Crunch Power One X2100 und heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, würde mich freuen. Ansonsten, ja, könnt ihr die Seite abonnieren und ich sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal.